Hallo und herzlich willkommen Runner. zurück. Jetzt also ist ja hier. So. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Hier am Wolfstigerberg. Da, ihr seht es auf der Karte. Hier, da hat sich hunderte von Autos haben sich da gesammelt, weil. Ja, weiß auch nicht. Weil ein Haufen Wölfe aufgetaucht sind und ein Haufen Bären und ein Haufen Tiger und so und ja, und dann ging es drunter und drüber und überall kamen Leute und Gegner und dann wenn ihr es sehen wollt, schaut euch die letzte Folge an. Och, habe ich jetzt. Ist es jetzt schon wieder. Nee. So. An was für den befreiten Außenposten? Oh, jetzt finde ich es schon wieder nicht, hä? Ich sehe es zumindest gerade nicht. Ja, ich würde sagen, wir drehen mal. Ja, vielleicht ist es auch jetzt erst auf der Karte. Das kann auch sein. Vielleicht ist es jetzt erst auf der Karte. Das kann auch sein. Nee. Ich sehe es mal wieder nicht. Vielleicht bin ich auch mal wieder blind. Möglich, 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 möglich. Fahren wir mal weiter einfach. Polizeigewalt, Bürgerkrieg. Das sind keine guten Zeiten, meine kroatischen Brüder und Schwestern. Aber wer ist verantwortlich? Seht ihr das, meinte ich? Kaganin. Seht ihr das? Sagen wir es ganz offen, reden wir über den Elefanten im Porzellanladen. Kaganin, ja. Sein Name klingt wie der einer kantonesischen Death Metal Band. Kaganin, er sieht aus, als hätte er irgendjemandes Halloween-Kostüm geklaut. Kaganin. Er sieht aus, als hätte er einen metrosexuellen Zuhälter ausgeraubt. Ja, er ist der psychotische Irre, der den Anführer des Goldenen Pfades ermordet hat. Und der Rabbi Ray Rana, der geht mir mal schwer auf den Keks. So, genauso ein Propagandist wie der Pagan selbst. Ich weiß gar nicht. Jax brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Aber den Königstiger haben wir gebraucht. Damit können wir jetzt direkt eine neue Tasche craften. Aber wir fahren mal weiter mit unserem Militär-LKW. Guck mal. Zack. Herstellung. Wurfgeschossbeutel. 5 Königstiger haben wir nämlich dafür jetzt. Zack. Ha! Den Dunkelwasserdrachen haben wir auch schon. Erledigt. Zack, so schnell geht es. Bären brauchen wir. Jetzt brauchen wir ganz viele Bären. Honigdachse. Auch. Und den, was auch immer wie das Tier ist. Der Nebelparder oder was. Das für Tiere? Ach, das sind Schweine und Wölfe. Okay. Schweine und Wölfe sollen genehm sein. Könnten wir da jetzt mal hinfahren? Wir müssten eigentlich mal in Richtung eines Außenpostens oder so eines Befreiten. Ich habe nämlich auch noch immer noch kein Ziel für das Ding hier. Was machen wir denn da? Ihr hört Rabbi Ray Rana vom Sender Feuersküler. Mal ehrlich, Umerziehungslager, Zwangsarbeit, Polizeigewalt, Bürgerkrieg. Das sind keine guten Zeiten, meine kroatischen Brüder und Schwestern. Aber wer ist verantwortlich für unsere Misere? Kaganin. Sagen wir es ganz offen, reden wir über den Elefanten im Porzellanladen. Kaganin, ja, sein Name klingt wie der einer kantonesischen Death Metal Band. Kaganin, er sieht aus, als hätte er irgendjemandes. Oh oh. Nein! Das war ja klar, dass das so läuft, wenn wir da einfach reinheizen und aussteigen.
um Kugeln auszuweichen. Ja, hat sich das erledigt mit dem Militär-LKW, würde ich sagen. Und was machen wir denn heute mal? Ich würde sagen, heute ist der Tag, an dem wir zu Longinos gehen. Und schau mal, was der so treibt. Schau mal nach unserem verrückten Priester, Waffenhändler, Kumpel. Ja, ich weiß, ich würde euch allen gern sofort helfen, aber ich kann meinen Zuschauern nicht immer nur Blödsinn zeigen. Oder? Was sagt ihr dazu? Ihr seid ja meine Zuschauer. Kann ich euch Blödsinn zeigen? Also, ich meine, ein bisschen Blödsinn ist schon okay, oder? Also, ne? Wisst, was ich meine, oder? Also ich glaube, wir fahren nirgendwo hin. Weil, seht ihr ja. Seht ihr ja. So. Eigentlich aus dem ganzen Rothundfell geworden. Das ist alles draufgegangen bei dem letzten Mal. Das wäre ja verwunderlich, aber naja. Das wäre ja verwunderlich. Ja. Kaufen. Spritze. So. Gehen wir weiter jetzt, ja? Hier, die da hätte ich immer noch gerne. 10 in der Arena erreichen. 20 ja Lungenmasken. Den da wäre ich auch. Dreimal bewaffnete Eskorte noch. Das ist bestimmt auch geil. 23 Außenposten befreien, okay. Okay, noch 7 Glockentürme. So wie wir in den Norden können, können wir uns das Teil besorgen. Jawoll! So. Schallgedämpfte Schrotflinte. Karma Level 6. 3 Level übrig, aha. Einmal Pagans Zorn. Zweimal Jagdkontrolle. Dreimal Geiselrettung. Noch 6 Außenposten. Ja, die Außenposten können wir noch nicht machen, weil wir noch nicht die Mission Schlüssel in den Norden oder Ich sowas habe gehört, haben. du hast die Jäger getroffen. Ein Freund von mir hat das. Kann mir bitte jemand helfen? Ich muss jetzt erstmal hier. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich muss versuchen, selber irgendwo hinzukommen. Und zwar hier zum Longinus. Ich würde sagen, wir fahren aber so rum. Wir fahren so rum, weil. Und wir fahren einfach an allem vorbei. Da geht's nämlich schon los. Lass uns jetzt von nichts mehr ablenken. Jetzt werden wir nur wieder erschossen. Das brauchen wir jetzt nicht. Da hinten ist es erst die erste Mal eine Festung. Ich glaube, ich hebe mir die Festung mal noch auf. Ich würde nämlich gern die, glaube ich, die erste Festung, glaube ich, will ich im Koop machen. Schwer bewaffnete Außenposten mit mehr Truppen und Verteidigungsanlagen. Lade einen Freund an, die Festung mit dem Koop gemeinsam zu bezwingen. Oder setze Schützenhilfenmarker an Verstärkung zu rufen. Sei vorsichtig, Bruder. Du näherst dich die Plöers Festung. Solange er die Region kontrolliert, wird sie nur schwer einzunehmen sein. Die Plöers Festung, da waren wir da nicht. Das müssen wir ja dann schon gewesen sein.
So. Aber wir wollen weiter hier zum Longinus. Das sind unsere Bären. So. Oh oh. Fahr weiter! Ach, Gott sei Dank. Hallo. Meine Güte. Wir lassen uns nicht auf. Oh. Sieh mal einer an. Also ich weiß nicht, wo wir den hinbringen könnten. Aber wir könnten es ja mal ausprobieren, oder? Take down! Jawoll! Exzellente Arbeit! Danke! An dem befreiten Außenposten. Was ist das hier? Ach, Glockentour. Ja, wir sehen natürlich mal wieder nichts. Ja. Ich glaube, weil es hier noch keine Außenposten gibt, keine Befreiten. Ne? Das ist nämlich merklich. Aber das wollten wir nicht machen. Ich wollte nur den. Wir sind nicht zu stoppen. Hier ist der Sender Franz Kürat. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte abhängen? Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas frei. Soweit ich weiß, wird dort kein. Das ist echt starker Tobak, was da abgeht. Echt starker Tobak. Wir parken auf ihm drauf, ne? Was ich übrigens auch mal ausprobieren wollte. Ich glaube, die Dinger spawnen, glaube ich, immer wieder, die Konvois. Ich glaube, das ist nicht so wild. Wenn wir da mal den einen oder anderen verkacken. Aber was ich nämlich auch mal ausprobieren wollte, ist... Die 9? Oh ja. Schwinde. Hast du nicht erwartet, hä? Schick. Das mit dem Haftding, es hat auch echt gut funktioniert. Jeder Tag, den du zerstörst, ist eine Gelegenheit weniger für den Feind. Weiter so, Bruder. Ich weiß. Aber wir sind auf dem Weg zu unserem Kumpel. Dem Longinus. Überliegen Waffen rum. Rebate-Karte, sehr gut. Goldbarren, Schauen wir mal, was er so treibt. AJ, mein Kind. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt.
Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das ist ein Psalm. Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst okay. Wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Als Soldaten beschützen wir unser Volk durch unser Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Waffen. Glauben? Waffen, AJ! Waffen! Ohne sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, AJ, und der goldene Pfad wird seine Waffen erhalten. Okay. Preiset Gott. Ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung, paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt, doch er stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Mach ich. Amen. Amen. Nun geh! Geh! Geh, AJ! Jedes Jahr müssen wir mehr Nahrung an die Armee abgeben. Aber die Ernte erhöht sich nicht. Aha. Der Himalaya. Bus. Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin, an was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helis selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn du musst. Und schleiche dich rein, Finde eine Sauerstoff. Jetzt sind wir ganz schön hoch hinaus, oder? Sieht man ja auch kaum was. Sauerstoffmaske. 84 Meter. Hier sind Spuren. Die Royal Army wird hier schon in der Nähe sein, nehme ich an. Zittert er voll hier, der Homo. Ha, gut, dass wir uns diese Knarre besorgt haben. Obwohl mir die Bushman immer noch lieber gewesen wäre. Aber hoffentlich zittert er jetzt nicht mehr so. Zelt, da kannst du dich nicht verstecken. Das ist nur ein Zelt, da kann man sich nicht verstecken. Der Zelt. Meine eigene Mutter würde ich nicht erkennen, wenn ich fertig bin. Das hier in dem Spiel immer jeder über unsere Mutter oder über unseren Papa oder sonst wieder so von Familie reden muss. Lass doch mal unsere Eltern aus dem Spiel. Schnauft er ganz schön, der AJ. So,
solche Schneemobile eigentlich? Ich möchte bitte ein Schneemobil. AMS-Apotheke. Oh, da unten geht's weiter. Jawoll! Ah, jetzt mal hier noch. Nochmal hier festhalten, oder? Kann man hier. Ja, ja. Zack, zack. Zack. Leider sieht man nicht so viel, ne? Ich hätte auch gerne. Weil. Geil. Ja, hier. Sauerstoffmaske an, aber kurzärmelig hier auf dem Arm. Object Tracker. Der Object Tracker wird im Suchgebiet automatisch ausgerüstet. Je näher du deinem Ziel kommst, desto schneller blinkt das Licht. Licht leuchtet permanent und färbt sich grün, wenn der Tracker... Ah, das kennen wir ja schon. Und wisst ihr, wo das herkommt? Aua! Wisst ihr, wo das herkommt? Aus dem, im zweiten Teil gab's das schon. Im zweiten Teil, Freunde, gab's das schon von Far Cry. Das sieht schwer nach Hubschrauber aus. Da gab es das nämlich schon. Aber da konnte man mit so einer Karte konnte man das sehen und was soll das? Wo sind die Waffen? Da ging das nämlich schon. Im Auto gab es dann auch immer so ein Teil, so ein Navi quasi. Das hat dann auch immer so geblinkt. Tja. So ist es nämlich. So und nicht anders, ja. Aha. Oh! Oh Gott! Das kann ja keiner ahnen, dass es da so tief runter geht. So. Glaubt ihr überlebt es? Weitermachen! Zack! Hey, gib mir meine Knarre wieder.
So, jetzt schauen wir mal. Was hier so geht. Sauerstoff auf jeden Fall. Kiste. Noch eine Kiste. Ich habe mich schon gewundert, warum der so rot ist. Das ist also ein Offizier. Was war da drin? Also ein Offizier. So. Dann fahren wir mal zum nächsten Gebiet. Meine Fresse. So. Hier geht's weiter. Also. In eine Höhle, ja? Okay. Sauerstoff. Ernsthaft? Puh. Oh ja, auch ein Sauerstoff. Ein bisschen. Gott verdammt, die ist leer. Oh, noch mehr. Okay. Jetzt haben wir übrigens wieder Sauerstoff. Und tatsächlich genug Bärenfälle. Brennstoff hat Leuchtkugeln, Raketen und Granatwerfermunition. Da brauchen wir noch mehr Bären. Und jede Menge Schneeleoparden. Jede Menge Schneeleoparden. Achso, wir müssen bestimmt erst in dem Suchgebiet sein, um das GPS-Ding wieder ausrüsten zu können.
So. Sauerstoff ist schön. Mitten in den Bergen. Jetzt sind wir echt auch echt hoch am Gipfel. Stoff, sehr gut. Komm schon, AJ. Schneeleoparden. Praktisch. Aber ich gibt's noch 2, 3. Den könnte ich nämlich jetzt gerade echt leben. Hier nehmen wir uns unseren Sauerstoff mit. Sauerstoff. Zerbiss dich doch mal, du Adler. Verdammt. Ich hab Schneeleoparden gehört. Die brauchen wir. Ganz viele. Kurz warten, das Teil. Wir müssen erst Schneeleoparden sammeln. Das ist echt wichtiger. Weil die habe ich bis jetzt nur einmal, ein einziges Mal auf in der normalen Karte gefunden. Und hier scheinen sie. Also ich meine. Hier ist ja schon ganz schön viel Schnee und so, da wohnen wahrscheinlich auch mehr Schneeleoparden. Deswegen wäre es echt schön, wenn wir jetzt noch da 1, 2 finden würden. Ich habe Angst, wenn ich das Zeug nehme, dass wir dann einfach wieder zurückgeschickt werden. Ich hätte auch so gern noch 1 oder 2 Schneeleoparden. Oh Mann, ist das hier riesig alles. Ja, ich brauche kein GPS, weiß, dass es da ist. Ich hoffe, ich muss ja auch, wie soll ich kommen, denn von dem Berg wieder runter? Wingsuit, hä? Naja, jetzt scheint kein Schneeleopard mehr aufzukreuzen. Schade. Schade, schade, schade. Das wäre echt nützlich gewesen. Wirklich nicht. Komm schon, einer. Ein einziger. Bin ich zufrieden.
Auch unser Sauerstoff so langsam rar. Sollte man nicht vernachlässigen. Schau, dann. Das muss hier sein, aber wenn keine Waffen drin sind, warum schickt er mich her? Ja. Vielleicht braucht er mehr als nur Waffen, der gute Longinus. Oh oh. Halt durch, AJ. AJ. Oh, oh, hoffentlich finde ich irgendwo eine Sauerstoffflasche. Ich will jetzt nicht ersticken. Das wäre echt scheiße. Das wäre echt scheiße. Ja, ich weiß. Arbeite dran. Echt jetzt? Verdammt! Aber das war, glaube ich, gerade ein Checkpoint, oder? Bitte, bitte, bitte. Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben es gerade so über den Checkpoint. Ja, genau, wir haben es gerade so über den Checkpoint geschafft. Sehr schön. Ist echt gut gewesen. Jetzt müssen wir bestimmt zurück zu dem Sherpa oder wie der, heißt. Go! Gute Zigzag. Wir haben nämlich keine Heilspritzen mehr. Ich würde es nicht riskieren, nochmal drauf zu gehen. Aua. Okay. Der Wichser hat dann einfach eine Panzerfaust dabei. Ja. Schnell geht's nämlich, wenn man nicht aufpasst. So, jetzt lassen wir sie einfach da zurück verschwinden. Aua, guckt euch das an. Au, au, au. Ah, ekliger Typ. Hallo AJ. Hauptsache, er steht ohne Sauerstoffmaske da. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Krieg begonnen hat oder worum es geht. Ich hoffe nur, er ist bald vorbei. Ja, bring uns heim. Guten Tag. Bring uns nach Hause. Guter Freund. Zurück! Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt.
Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, herein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich, weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Ja, ach was. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa... Business, AJ. Ein grausiges Geschäft. Mich rettete eine Kugel in den Kopf. Oh ja, man sieht's. Mein altes Ich starb, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das Licht Gottes eindringen konnte, und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokafälle. Ah, und ja. Diese Diamanten? Levitikus 17,11. Das, was hat das Levitikus mit den Blut Diamanten ist, zu tun? Welches Sühnung erwirkt für die Seele? Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Aha. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündigten oft. Das glaube ich. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Geh! Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, AJ. Nun geh! Sag's ihnen! Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Okay, Loggi, das Bergpredigt. Jawoll. Und jetzt machen wir auch direkt ein Päuschen. Hier oben auf dem schönen Berg. Und da oben irgendwo waren wir. Weiß nicht, vielleicht da oder da. 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 Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte schon ein bisschen Spaß. Das war doch echt schön da oben. Oh, wir könnten vielleicht noch... 3 und 4, 3 und 4, 3 und 4. Sprengstoff oder Schwermunition? Sprengstoff. Wir hätten den auf 3 bringen können. Dann hätten wir vielleicht die 4. Egal. 2 Schneeleopardenfälle fehlen uns noch. Und Samba-Fälle. 3 Stück. Okay. Also, Freunde, was haben wir eigentlich da an Fähigkeitenpunkte? 5. Okay, die heben wir uns noch ein bisschen auf. Dann macht es gut, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche, schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Leute, Freunde und Freundinnen, macht es gut. Ciao.